So, eine Information über die Morde, die ausschließlich der Polizei übergeben wurde, ohne die Presse mit einzubeziehen? Das macht mich neugierig. Vielleicht sollte ich zur Polizeistation gehen, um mehr darüber zu erfahren. Brief an Tom Bulling. Tom, wegen des Briefes. Da sich Inspektor Aberline bedankt hat, nehme ich an, dass Sie den Köder geschluckt haben, auch wenn Sie etwas skeptisch waren. Darüber hinaus müssen wir auf alles gefasst sein, falls er wieder zuschlägt. Wir sollten auf jeden Fall diesen Briefwechsel aufrechterhalten, und so werden wir zu gemachten Männern. Wir werden die Informationen aus erster Hand erhalten und damit Geschichte schreiben. Aber halten Sie sich zurück. Ich weiß nicht wirklich Bescheid, und Sie werden als Erster daran glauben müssen, falls es Probleme geben sollte. CM. Was hat das zu bedeuten? Das war's. Okay. Nächster Ort, Polizeistation. Da gibt's noch was zu nehmen. Brief an Moore. Mr. Moore, mir ist aufgefallen, dass einer Ihrer Angestellten Thomas Bulling in angetrunkenem Zustand in Besprechung beigewohnt hat. Ich muss Sie bitten, die Disziplin Ihrer Mitarbeiter im Auge zu behalten. Ich weiß, Sie mögen diesen Mann aufgrund der brandheißen Nachrichten, die er auftreibt, aber solch ein Verhalten ist inakzeptabel. Wenn sich das noch einmal wiederholt, werde ich Sie persönlich dafür zur Rechenschaft ziehen. Der stellvertretende Direktor. Bullings Chef, Mr. Moore, scheint den Journalisten in Schutz zu nehmen. Ich habe alles unter die Lupe genommen, aber von Bulling fehlt jede Spur. Er hat sich bestimmt in sein Hauptquartier davon gemacht, das Wespennest. Bevor ich ihm jedoch einen Besuch abstatte, muss ich mehr über diese mysteriöse Information wissen. Vielleicht kriege ich dann auch mehr aus diesem Journalisten raus. Auf zur Polizeistation. Okay. Dann gehen wir doch mal zur Polizeistation. Auf zur Polizeistation. Ich kann mich nicht bewegen. Kommen Sie, wieder zurück. Hierher, guter Mann, der Inspektor will Ihnen einige Fragen stellen. Das ist der Mann, Inspektor. Gute Arbeit, Humphreys. Und nun zu Ihnen. Ich glaube, Sie schulden uns eine Erklärung für das, was Sie hier bei uns zurückgelassen haben. Wie sind Ihr Name und Ihr Beruf? Sherlock Holmes, eigenverantwortlicher Detektiv. Was hat das zu bedeuten? Mr. Holmes, können Sie erklären, warum Sie so gekleidet sind? Warum Sie sich entgegen meiner Anordnung in dieser Gegend aufhalten und wie Sie, glücklicherweise, an dieses Diebesgut gekommen sind, das Sie hierher gebracht haben? Zunächst möchte ich betonen, dass ich nicht unter Ihrem Befehl stehe und Ihre Ausführungen nicht als Anordnung, sondern eher als Ratschlag aufgefasst habe. Ich hielt es für vernünftig, ihn zu befolgen, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Natürlich wollte ich Ihnen früher oder später Rede und Antwort zu dem Diebesgut stehen. Dank meines hiesigen Aufenthalts kann ich Ihnen außerdem einige Hinweise... Wenn es um die Whitechapel-Morde geht, ist das nicht notwendig. Wir sind uns ziemlich sicher, dass wir schon in ein oder zwei Tagen die Identität des Mörders publik machen können. Ich bin beeindruckt, Inspektor, und kann Ihnen nur meine aufrichtigsten Glückwünsche überbringen. Dennoch sollten Sie einen bestimmten Arzt... Hören Sie, Holmes, lassen Sie uns einfach unsere Arbeit machen. Sie haben uns eine große Last abgenommen, indem Sie das Diebesgut für uns gefunden haben. Das erspart uns mehrere Wochen Arbeit. Aber ich glaube, dass ein Fall wie dieser, die Fahndung nach Jack the Ripper, Ihre Fähigkeiten übersteigt. Ich verlange, dass Sie keinen Fuß mehr in diese Gegend setzen, bis die Sache erledigt ist. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt? Ich werde Ihren Rat zur Kenntnis nehmen, Inspektor. Sie erwähnten Jack the Ripper? Verzeihen Sie, kennen Sie etwa den Namen des Mörders? Oh, das stammt aus einem Brief, den die Central News Agency uns zukommen ließ. Er wurde von dem Mörder verfasst. Und auch wenn das noch nicht erwiesen ist, müssen Sie dennoch zugeben, dass die Signatur Eindruck schindet. Diese Information ist allerdings vertraulich. Und ich muss Sie bitten, sie für sich zu behalten, Holmes. Darf ich einen Blick auf den Brief werfen? Rein aus Neugierde, Inspektor. Danach sind Sie mich los. Wenn das so ist, warum nicht? Vielen Dank. Oha. Das ist übrigens einer der Briefe, die auch geschichtlich in den Polizeidokumenten aufgetaucht ist. Auch damals hatte Jack the Ripper solche Briefe geschrieben. Und mit dir, Boss, startete sein erster.
Lieber Boss, mir kommt ständig zu Ohren, dass mich die Polizei geschnappt hätte. Aber soweit ich es noch nicht, ist es noch nicht. Ich habe herzlich gelacht, als sie sich für so schlau gehalten und gedacht haben, dass sie auf der echten Spur wären. Die Sache mit Lederschürze hat mich köstlich amüsiert. Ich habe es auf Huren abgesehen und werde nicht eher aufhören, sie aufzuschlitzen, bis ich geschnappt werde. Das letzte Mal war großartig. Ich habe der Frau keine Zeit gelassen zu schreien. Wie wollen Sie mich jetzt erwischen? Ich liebe meine Arbeit und will auch weitermachen. Sie werden schon bald wieder von mir und meinen kleinen lustigen Spielchen hören. Beim letzten Mal habe ich etwas von dem roten Zeug in einer Ginger Ale Flasche aufbewahrt, um damit zu schreiben. Aber es ist geronnen und fest geworden, so dass ich es nicht benutzen kann. Rote Tinte wird's wohl auch tun. Hoffe ich. Haha. Beim nächsten Mal schneide ich der Dame die Ohren ab und schicke sie nur so zum Spaß der Polizei. Das wird doch sicher lustig, oder? Halten Sie diesen Brief noch zurück, bis ich etwas mehr gearbeitet habe. Dann können Sie ihn direkt weiterleiten. Mein Messer ist so scharf und gut, dass ich sofort loslegen möchte, wenn sich die Gelegenheit bietet. Viel Glück, Ihr Ergebener, Jack the Ripper. Ich hoffe, der Name missfällt Ihnen nicht. P.S. Ich konnte den Brief leider nicht verschicken, bevor ich die rote Tinte von den Händen bekommen habe. Verdammt, einfach kein Glück. Sie behaupten jetzt, ich sei ein Angst. Ha, ha. Oder? Angst? Ich kann es nicht so gut lesen. Ja, okay. Sehr interessanter Brief. Er kündigt da einen weiteren Mord an. Herauszufinden, wer Jack the Ripper ist, soll meine Fähigkeiten übersteigen? Wir werden sehen, Inspektor Eberlein. Wir werden sehen. Ich weiß jetzt, wer den Lieber-Boss-Brief unterzeichnet mit Jack the Ripper geschrieben hat, den ich von Inspektor Eberlein erhalten habe. Und darüber hinaus weiß ich auch, warum. Tom Bulling wurde von dieser fiktiven Figur Springheel Jack dazu inspiriert, eine Legende um den Whitechapel-Mörder zu stricken. Vielleicht kann ich ihn davon abhalten, Squibby anzuschwärzen, wenn ich ihm erzähle, dass ich von der Sache Wind bekommen habe. Ich muss ihn schnellstmöglich finden. Die größten Erfolgsaussichten dürfte ich im Pub haben. Der Pub. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Dann ist der Brief also gefaked. Das heißt, wenn ich richtig liege. Ach, wohin wollen wir? Zum Pub. Wenn ich richtig mit meiner Vermutung liege, dann wird der Brief veröffentlicht und Jack the Ripper, also der wahre Jack the Ripper, wird einfach auf seinen Vorschlag eingehen. Sehen wir da Watson schon? Ah, Holmes, ich habe Ihre Nachricht erhalten und hier bin ich. Ach so, okay. Ausgezeichnet, Watson. Dieser Einfallspinsel Bluto hat es sicher auf uns abgesehen und könnte sich immer noch dort versteckt halten. Ich versuche, im Pub mehr zu erfahren. Und Sie, Watson, halten draußen die Augen offen. Zögern Sie nicht, bei dem kleinsten auffälligen Geräusch die Polizei zu rufen. Ah, der Schreiberling ist da. Guten Abend, Mr. Bulling. Kennen wir uns? Nein, aber ich habe Informationen, die Sie interessieren dürften. Reden Sie, mein Freund. Ich gebe Ihnen einen aus, wenn sich daraus etwas machen lässt. Geht es um die Whitechapel-Morde? In der Tat. Ich kenne die Identität des Mannes, der einen Brief an die Polizei verfasst hat. Der Brief beginnt mit Lieber Boss und der Verfasser behauptet, der Whitechapel-Mörder zu sein. Unterzeichnet ist er mit Jack the Ripper. Was? Es handelt sich bei dem Verfasser um einen Journalisten, der sich von Springheel Jack inspirieren ließ, um die Glaubwürdigkeit und Seriosität seiner Presseagentur zu untermauern. Dieser angebliche Jack sorgt für Informationen aus erster Hand, die der Journalist häppchenweise an die Behörden weitergibt.
sowie einige dezente Indiskretionen, die er an die bettelnden großen Zeitungen durchsickern lassen will. Er spielt beide Seiten gegeneinander aus und ist im wahrsten Sinne des Wortes der federführende Kopf hinter dem Gerücht. Er hat den Brief an diesem Ort verfasst und seine Finger sind mit roter Tinte bekleckert, so wie ihre. Was wollten Sie von mir, mein Freund? Sie haben einem gewissen Squibby damit gedroht, ein Telegramm aufzugeben, das ihn als möglichen Verdächtigen im Fall dieser Morde nennt. Sie wollen sich für einen alten Streit rächen. Ich schlage vor, Sie verzichten darauf, dieses Telegramm aufzugeben und lassen Squibby in Ruhe. Diesen Taugenichts habe ich schon längst vergessen. Ich habe ihm die Drohung an den Kopf geworfen, als ich gerade unterwegs zur Polizeistation war. Sie hätten sein Gesicht sehen sollen. Außerdem müssen Sie damit aufhören, diese Briefe zu verfassen. Sie behindern damit die Ermittlungen der Polizei. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Ich habe ein gutes Verhältnis zur Polizei. Erkundigen Sie sich ruhig. Ich muss niemandem Rede und Antwort stehen. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Leben Sie wohl, Sir. Auf Nimmerwiedersehen. Okay. Schnell zur Polizeistation, Watson. Wir sind nah am Ziel. Squibby wird uns verraten, was er über Tumblety weiß. Squibby, nicht mehr im Gefängnis? Sie sind wieder ein freier Mann. Wir waren gerade unterwegs zur Polizeistation, um Sie zu finden. Psst! Ja, die Bullen haben mich gehen lassen. Ich wollte erst zu Blute und dann versuchen, Sie zu finden. Und? Haben Sie mit dem Zeitungsfritzen geredet? Ja, er ist im Pub und die Sache dürfte erledigt sein. Jetzt würde ich gerne hören, was Sie über Dr. Tumblety zu sagen haben. In Ordnung, aber wir müssen uns beeilen. Eines Nachts war ich unterwegs zu Bluto, um ihn in seinem Versteck zu treffen. Nicht weit von der Pension, in der dieser Tumblety ein Zimmer hat. Er ist auch gerade gekommen und muss ein ziemliches Saufgelage hinter sich gehabt haben. Um auf den Punkt zu kommen. Dieser Kerl stand also da und hat mich angegrinst. Er meinte, er sei ein großartiger Arzt aus Amerika und wolle mit mir ins Geschäft kommen. Ich habe gesagt, dass ich schon Interesse hätte, aber nicht zu den Leuten gehöre, die mit Fremden sofort ein Ding drehen. Er hat mich dann in sein Zimmer eingeladen, um über das Geschäft zu reden, nur er und ich. Wir haben ein oder zwei Flaschen geleert und dann wollte er mir plötzlich zeigen, was er in diesem riesigen Koffer hat, den er immer mit sich herumschleppt. Ich musste mich fast übergeben. In diesen Gläsern waren keine Essiggurken oder anderes Zeug, sondern Fleischstücke. Und er hat mir ins Ohr geflüstert, dass es sich dabei um intime Körperteile einiger betagter Damen handelt. Präparate, hat er gesagt. Liebestöter würde wohl eher passen. Bah! Dann hat er angefangen, über Frauen herzuziehen. Sie seien nichts weiter als Hunde. Aber die schlimmen Sachen spare ich mir jetzt lieber. Dann ist er näher gerückt und hat mir seine verschwitzte Hand auf meinen Oberschenkel gelegt. Vielleicht ist er einer von denen, aber ich bestimmt nicht. Ohne zu zögern habe ich ihm eine verpasst und mich dann aus dem Staub gemacht. Er wollte mich aber trotzdem wieder treffen und dieses Mal wirklich nur über das Geschäftliche reden. Dann musste ich aber in den Knast und... Wissen Sie, wo ich ihn finden kann? Warum? Ist er nicht in der Pension? Vielleicht hat er ja auch Gefallen am Leben hinter Gittern gefunden. Ich habe gehört, dass man in manchen Gefängnissen sogar... Danke für die Informationen und vielleicht bis bald, mein Freund. Hier ist die versprochene Summe, damit Sie London verlassen können. Danke, Kumpel. Ich muss noch eine alte Rechnung mit Bluto begleichen und dann verschwinde ich aufs Land. Schön, neue Infos. Was passiert hier? Lipski!